Damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Wir spielen SpongeBob Schwammkopf Battle for Bikini Bottom. Und ja, schauen wir kurz in die Optionen rein. Videoeinstellungen. Jetzt können wir alles so lassen. Audio genauso. Alles so lassen. Und dann würde ich sagen. Springen wir ins Spiel. Willkommen in Bikini Bottom, ein normalerweise friedlicher Zufluchtsort im Meer. Heute wird er sich in ein Theater des Schreckens verwandeln, in dem unser kleiner gelber Freund die Hauptrolle spielt. Der große Tag ist gekommen. Ich habe einen genialen Plan ersonnen, um endlich das Rezept für den Krabbenburger zu entwenden. Und wenn Bikini Bottom dabei vernichtet werden sollte, was soll's? Mit meinem nagelneuen Duplikatotron 3000 klone ich eine Armee aus Robotern, die auf meinen Befehl hin Chaos und Verwüstung anrichten wird. Noch ein letzter Blick auf die Checkliste. Mal sehen. Punkt Nummer 1: Ist Plankton ein Genie? Antwort: Ja. Okay, Checkliste abgehakt. Den Schalter umlegen. Willkommen, meine absolut gehorsame Roboterarmee. Augenblick. Ich mache nur schnell ein Foto für mein Album. Hey, hallo. Was glaubt ihr, was ihr da macht? Oh nein, nein, nein! Wartet! Halt! Ich bin euer Meister! Ich hab euch erschaffen! Nein, nein! Das gute Geschirr! Ah! Ein wunderbarer Tag, um mit Robotern und Rennpferden zu spielen. Ja, nur schmeiß ich die Rennpferde und Roboter immer durcheinander. Wäre es nicht toll, wenn wir echte Roboter hätten, Patrick? Meiner hieße Robo Junior oder Zorlon oder vielleicht auch Frankie. Ja, diese unechten Roboter sind echt langweilig. Hey, was passiert wohl, wenn wir die Roboter hier reinstecken? Damit sie es sich hier gemütlich machen. Das ist nicht irgendein Schneckenhaus. Das ist mein magisches Wunschschneckenhaus. Wow, das ist toll, Patrick. Also, wir stecken die Spielzeugroboter hier rein. Okay. Wir sagen die magischen Worte und schütteln das magische Wunschschneckenhaus. Okay. Dann gehen wir schlafen und am nächsten Morgen können wir mit echten Robotern spielen. Aber Patrick, müssen wir nicht erst die magischen Worte sagen? Hast du doch schon. Okay, ist also das magische Wort? Früher war es Alakazama, Alabano, Wisno, Dinkitana, Fuschbar, Kredelbitz von Wiener Schnauzer. Aber das habe ich immer vergessen. Bist du sicher, das klappt? Sicher. Letzte Woche hatte ich nur einen großen Kekskrümel. Und ich hatte so großen Hunger, dass ich den Krümel in das magische Wunschschneckenhaus steckte. Dann sagte ich das magische Wort und schüttelte es. Und am nächsten Morgen hatte ich ganz viele kleine Kekskrümel. Patrick, ich verkünde, dass morgen der beste Tag überhaupt wird. Gute Nacht, SpongeBob. Gute Nacht, Patrick. Am nächsten Morgen. Roboterfreunde, 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 Roboter. Gary, warst du das? Ja, Gary, sieht ganz so aus, als hätten wir ein Problem. Ich werde wohl noch viel lernen müssen, um das Chaos hier aufzuräumen. Mau. Mau. Was für eine fantastische Idee! Diese Schilder bieten mir wichtige und hilfreiche Tipps. Aber wie kann ich die Schilder lesen? Mau. Ah, okay.
drücke diese Taste, um die R1, Schilder zu lesen. Um die Schilder zu lesen. Wenn ich also nochmal mit dir reden möchte, muss ich lediglich zu dir hingehen und diese Taste drücken. Ich leg jetzt besser mal los, Gary. Ich glaube, das wird ein ziemlich langer Tag. Erkunde die Küche, erkunde das Schlafzimmer, erkunde den Speicher und erkunde die Abstellkammer. Gut, ganz normal steuern. Dann. Ah, hier brauche ich 50 solcher. Ah. Das sind glänzende Objekte. Glänzende Objekte sind sehr wertvoll und können eingetauscht werden. Das hilft SpongeBob bei seinen Aufgaben. SpongeBob muss viele glänzende Objekte einsammeln, um seine Aufgaben abschließen und die Bedrohung durch die Roboter beenden zu können. Es gibt bei den glänzenden Objekten 5 verschiedene Farben. Rot, Gelb, Grün, Blau, Lila. Rot ist am gewöhnlichsten und daher am wenig wertvollsten. Lila ist am seltensten und daher auch am wertvollsten. Wertvollere glänzende Objekte sind in der Regel schwieriger zu finden oder befinden sich an gefährlichen Orten. Okay. Es glänzt! Ja, die Dinger einsammeln sozusagen. Okay, X ist ganz normal springen. Da oben ist nichts weiter. So, leer. Dann ab ins Badezimmer. Du kannst sehen, wie gut SpongeBob sich macht, indem du L2 drückst. Die Zahl rechts oben zeigt an, wie viele glänzende Objekte SpongeBob besitzt. Und die Zahl oben in der Mitte zeigt an, wie viele goldene Pfannenwände SpongeBob gesammelt hat. Die Zahl rechts unten zeigt an, wie viele von Patricks verlorenen Socken SpongeBob gefunden hat. Und die Zahl oben links zeigt zu guter Letzt an, wie viel Unterhose SpongeBob besitzt. Ah, da haben wir es ja genau. Ist eigentlich relativ simpel beschrieben. Ja. Kann ich mich hier angucken, ey? Ich würde mir ja gern einen Imbiss machen. Aber ich habe keine Zeit. Er hat keine Zeit. Vielleicht hier kann man die ersten Zähnchen ausgeben. Und jetzt sind wir im Bettchen. Okay. Wir können bloß 3 Leben haben. Das erste. Können wir hier hochklettern? Nein. Doing. Zack. So, was steht hier drauf? SpongeBob kann springen, wenn du... Ja, hat man schon rausgefunden. Wenn du RNX drückst, macht er einen Doppelsprung. Aber nur einmal pro Sprung. Gut. Jedes Mal, wenn er von einem Roboter getroffen wird oder gefährliche Objekte oder Oberflächen berührt, verliert SpongeBob eine Unterhose. Einfach so. Okay. Sobald SpongeBob alle Unterhosen verloren hat, muss er diesen Bereich von vorne beginnen. SpongeBob kann verlorene Hosen Unterhosen ersetzen, indem er unterwegs neue aufsammelt. SpongeBob beginnt mit 3 Unterhosen, aber es gibt auch spezielle goldene Unterhosen, die im Bikini Bottom versteckt sind. Und das SpongeBob erlauben mehr als 3 Unterhosen gleichzeitig zu tragen, falls er sie findet. Damit R2 ganz wiedersehen. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Ich habe Schätze 66, also kann ich da rein. Oh, ein goldener Pfannenwender. Tada! Das ist ein goldener Pfannenwender. Goldene Pfannenwender werden benötigt, um neue Bereiche im Bikini Bottom freizuschalten. SpongeBob muss viele goldene Pfannenwender einsammeln, um die Quelle der randalierenden Roboter zu finden und diese zu besiegen. So, da haben wir jetzt hier in SpongeBobs Haus alles erkundet. Ja, zack. Genau. Wichtige Neuigkeiten! Die Bewohner von Bikini Bottom wurden von einer wütenden Woge schrecklicher Roboter angegriffen. So viel dazu, das still und heimlich zu klären. Die Behörden sind sich nicht sicher, wer für diese mechanische Bedrohung verantwortlich ist, haben uns aber versichert, dass die betreffende Person sehr große Probleme bekommt. Uh-oh. Sagte ich große Probleme? Ich meinte so große Probleme, dass sie sich dem Fassungsvermögen entziehen. Wir halten sie auf dem Laufenden, während diese tragische Geschichte... sicherlich noch tragischer wird. Ich sehe gerade, das ist. Naja, das leckt ein wenig, das Spiel. Ich werde dann im zweiten Teil nach dem Mittag mal gucken, dass ich das in den Griff kriege. Aber müsste schon eigentlich funktionieren. Jetzt möchte ich aber ungern
Ich würde mir ja gerne so einen Imbiss machen. Aber ich habe keine Zeit. Ja, dann komm mal raus. Bisschen ruckelt's. Aber das werde ich dann beheben. Das wird man dann beheben. Oh, es geht doch nichts über den Klang der eigenen Nachbarschaft. Hau ab, SpongeBob! Du verschmutzt meinen Freiraum zum Nachdenken! Du willst wohl wieder das Rezept für den Krabbenburger stehlen, was, Plankton? Tja, damit kommst du nicht durch. Es gibt größere Fische zu braten. Ich muss herausfinden, wie ich die Kontrolle über den Abfalleimer von diesen Robotern zurückhole. Wo sind die denn hergekommen? Woher? Das weiß ich nicht. Von mir jedenfalls nicht. So viel ist sicher. Sie sind plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht und haben mich beleidigt und mit Sachen beworfen. Sie haben sogar alle meine Löffel verbogen. Ich habe diese Löffel geliebt, als wären sie meine Kinder. Das ist ja schrecklich. Ach, kannst du mir nicht helfen, sie aufzuhalten, bevor sie auch noch meine Gabeln verbiegen? Nicht die Gabeln. Natürlich helfe ich dir. Aber Moment, eigentlich soll ich doch goldene Pfannenwender sammeln. Goldene Pfannenwender, wie? SpongeBob, wenn du mich in den Abfalleimer zurückbringen kannst, dann gebe ich dir einen ganzen Eimer voller goldener Pfannenwender. In deinen Träumen. Abgemacht. So, dann sind wir jetzt draußen. Was kann man denn so Feines? Mit den Dingern kann man noch nichts anfangen. Red mal so mit Mr. Krabs. SpongeBob! Diese ausufernde Roboterkrise sorgt dafür, dass die große Krabbe mehr Geld verliert als ein sinkendes Schiff. Und kein Geld bedeutet keine große Krabbe mehr. Und das bedeutet keine Burgerbraterei mehr für dich. Keine Burgerbraterei mehr? Aber da du so gutgläubig bist, werde ich dir helfen und einen kleinen Profit daraus schlagen. Ich habe ein paar goldene Pfannenwender, die ich dir bereitwillig gegen ein paar dieser glänzenden Objekte tauschen würde. Ah, wie viel brauchst du da? Deine Schatzkiste sieht ziemlich leicht aus, Minion. Meinst du etwa, ich hätte Kieljauche im Hirn? Das ist hier keine Wohltätigkeitsveranstaltung. Komm zurück, wenn du genug glänzende Objekte zum Tauschen hast. 3000 glänzende Objekte. Gehen wir mal bei Thaddäus reingucken. Schauen, was wir da so machen können. Erst ruinieren diese blöden Roboter heute Morgen ein vollkommen entspannendes Schlammbad und jetzt tauchst du auch noch auf. Kann mein Tag noch schrecklicher werden. Es tut mir so leid, Thaddäus. Patrick und ich spielten gerade ein Spiel und da... Oh, ich muss mich korrigieren. Ich hätte wissen sollen, dass das ganze Roboterproblem mit euch zusammenhängt. Thaddäus, ich weiß nicht, was ich machen soll. Wie kann ich alles wieder in Ordnung bringen? Warum ziehst du nicht in eine andere Stadt um? Das wäre mehr Hilfe als genug. Zieh in eine andere Stadt, ich lach mich kaputt. Aber mal im Ernst, spring einfach herum wie ein Idiot. Damit kannst du mir wenigstens ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Ich wusste gar nicht, dass Thaddäus eine Lampe hat. Muss ich nochmal sagen, SpongeBob? Ah, mit dem kann ich die hier zerstören. Mit Viereck. Mehr gibt's ja gar nicht. Nee, mehr gibt's ja gar nicht. Schade eigentlich. Ein bisschen Unordnung machen. Dann gehen wir wieder. Ja, das mit dem Stream habe ich schon gemerkt. Ich werde dann gleich mal beenden und dann werde ich mal gucken, dass ich den wieder hinkriege. Ich weiß auch nicht, dass ich das gerade ja, werde ich den, denke ich, gleich starten Stream mal neu und dann werde ich mal schauen, ob das funktioniert.
So, jetzt müsste es rein theoretisch. Nicht mehr so sehr ruckeln. Jetzt müsste es funktionieren. Wenn das fürs Erste. So, gut, dann holen wir uns jetzt die. Hey, SpongeBob, ich bin hier, um dir eine helfende Blasenhand zu leihen. Kumpel Blase. Ich finde, du solltest ein paar neue Blasenmoves lernen, wenn du die Reise in die 9. Dimension antrittst, um den Riesenaffenmann zu besiegen. Aber ich muss doch nur herausfinden, wie ich diese Roboter loswerde. Ach ja, tut mir leid, ich habe wohl zu lange in Seifenlauge gebadet. Wo waren wir gerade? Es ging um neue Blasenmoves. Richtig, drücke diese Taste, um dich geradewegs in die Luft zu befördern. Und zwar mit Blasenkraft, die alles besiegt, was direkt über dir ist. Probier es mal. Ja, dann zeig mal her. Katsching! Katsching! Geschenke öffnen ist klasse! Ich hab keine Lust, Unterhosen zu verlieren. Ah, dann nehmen wir uns die noch mit hier. Sehr gut, jetzt läuft's perfekt. Sind so bloß 720p, glaube ich, jetzt. Aber... mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Zum Aktivieren dieses Schalters musst du springen und Kreis drücken. Ah. Ah, jetzt können wir zu der Deus oben drauf gehen. Das ist ne. Eine goldene Unterhose. Jetzt kann ich sogar 4 Unterhosen tragen. Das ist klasse. Ja, ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Na, so funktioniert das. Beilen. Nein, komm. Das wird knapp. Na komm, fahr hoch. Gott, schafft gerade so. Bei 110. Kann ich die eigentlich auch irgendwie? Ah. Die muss ich sagen, durch die Ferne kalt machen. Wir gehen erstmal zu Patrick. Hey, Patrick, schicke Socke. Welche Socke? Die, auf der du stehst. Ach, die. Die hab ich verloren. Wenn du diese hier verloren hast, wo sind dann deine anderen Socken? Die hab ich noch doller verloren. Ein Rudel Roboter kam hier durch und hat mir meine Sockensammlung geklaut. Ich könnte Hilfe gebrauchen, sie zurückzuholen. Klare Sache, Patrick. Wofür sind beste Freunde sonst da? Also gut, für jeweils 10 Socken, die du mir zurückbringst, gebe ich dir eine goldene Truthahn-Pipette. Truthahn-Pipette. Du meinst einen Pfannenwender. Gesundheit. Mann, danke. Patrick freut sich sicher, das zurückzubekommen. So, hier brauche ich 15 Pfannenwender. Komm schon hier weiter. Da 10. Kann ich eigentlich bei Patrick hier rein? Oh, das geht auch noch. Unter einem Fels wohnen. Nur schickes Sofa. Das ist das wahre Leben. Ja. Das war's schon hier.
Der hat nur ein Bild und ein Sofa hier. Das ist ja irgendwie gar nichts. So, dann können wir... Ist das jetzt so farming-mäßig, das jetzt hier wieder? Aber noch einen Fun, wenn wir da irgendwelche nicht kriegen, schätze ich. Ich dachte, da geht das lange. Ja. Komm. Zünde dich. Zack. Vielen Dank. Bei 300 sind wir jetzt. Dann bist du gleich, brauchen wir 3000. Hier kommst du ja nie weiter. Ja, war bloß ein Test. Wie viel brauche ich denn da drüben? Da brauche ich 5. Oh, hier brauche ich keine. Dann geht's hier weiter. Quallenfischen!